وقلبي موجع طرفي. Die gefangenen gläubigen Seelen. كثير أبيت وفي الفؤاد جراح. Gefangene der Mushrikin. Sie können nicht einmal fliehen. Gefangene der Tawarid. Niemand will helfen, weil es keiner sieht. Gefangene für Allah. Wartet nur ab, denn euer Lohn ist nah. Gefangene für ihren Glauben. Sind eure Herzen zu Stein geworden? Was ist mit euch, dass ihr sie vergisst? Gefangene sind sie und vergessen wurden sie von den Freien. Gefangene sind sie, doch keiner ihrer Geschwister sieht ihr wahres Leid. Gefangene sind sie, und Allah tut keiner Seele Unrecht. Keiner fragt nach ihnen. Sind die Herzen für die Gläubigen verstorben? Keiner fragt nach ihnen. Macht sich denn keiner mehr Sorgen? Keiner fragt nach ihnen. Doch Allah ist Al-Basir, der alles sieht. Fremd sind sie, und fremd werden sie für immer bleiben. Fremd sind sie, in dieser Dunya herrscht das Böse und lässt sie leiden. Fremd sind sie, und viele wollen es nicht verstehen. Fremd sind sie gekommen, und fremd werden sie zu Allah gehen. Wo sind diejenigen, die über sich sagen, wir lieben Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam? Als es um Allahs Wort ging und sie geprüft wurden, waren sie die Ersten, die davon rannten. Unsere Herzen beben und unsere Augen weinen, sich fragen, warum haben wir nicht mehr getan? Wieso haben wir sie vergessen und im Stich gelassen? Der Gläubige liebt den Gläubigen und unterstützt ihn in seiner Abwesenheit, selbst wenn die Länder sie voneinander trennen und die Zeiten weit voneinander liegen. Die Seelen der Leute des Tawhid sind verbunden, auch wenn sie Stahltüren, Drähte und Zäune voneinander trennen.